Alter, was geht ab, Leute, Hunge? Es ist endlich Montag, es ist endlich Max on Monday. Alter, ich habe mich so drauf gefreut. Ich hatte so in den Fingern gejuckt, den ganzen Staub vom Staubbonus auszugeben. Ich muss sagen, der Max on Monday hat so einen kleinen Hype bekommen. Die ganze Zeit werde ich gefragt, yo, nächste Max on Monday, was wirst du maxen? Yo, Max on Monday, ich freue mich schon. Yo, Max on Monday, ich werde dies und das maxen. Also, das hat sich schon so etabliert bei uns. Finde ich gut, dass sich das so verbreitet hat. Max on Monday, Leute, maxt eure Pokémon. Und diesmal habe ich was ganz Besonderes. Ich habe eine Liste endlich angefertigt. Ich habe eine Menge Listen angefertigt. Zum Beispiel jetzt alle Max-Pokémon, die mir noch fehlen. Alle Inkognito-Buchstaben. Alle Krypto-Pokémon. Alle Erlösten. Alle Hunderter. Das große Geheimnis, wie viele Hunderter fehlen mir noch. Oder wie viele Hunderter habe ich. Ich habe endlich eine Liste gemacht. Jetzt weiß ich es ganz genau. Wie viele Lucky Shinies mir noch fehlen. Gar nicht mal so viele eigentlich. Und, ja, hier seht ihr es. Wie viele Max-Pokémon mir noch fehlen. 118, was gar nicht so viel ist. Wenn man es hochrechnet, ungefähr 200.000 im Schnitt pro Pokémon. Kann ja sein, dass ich ein paar auf Level 35 habe. Kann ja sein, dass ich ein paar auf Level 1 habe oder so. Aber einfach mal 200.000 genommen als Durchschnitt. Es würden noch 26 Millionen ungefähr fehlen. Jetzt würde man sagen, oh ja, krass, 26 Millionen ist viel. Aber dafür, dass ich dann jedes Pokémon auf Max habe, mindestens einmal, ist 26 Millionen gar nicht so viel. Man würde sich so eine verrückte Zahl wie 100 Millionen oder so vorstellen. Aber 26 Millionen und ich habe 6 Millionen. So verrückt, so weit weg ist dieser Traum gar nicht mehr. Und das motiviert mich natürlich. Wir sind so nah dran. Hier könnt ihr es sehen. Es fehlen einfach nur noch 10 Pokémon von Gen 1 und ich habe Gen 1 komplett gemaxt. Das ist halt nichts eigentlich. Die werden aber jetzt nicht gemaxt, denn wir haben Wasser-Event. Ich zeige euch mal nur ganz kurz grob, welche ich noch nicht gemaxt habe. Und dementsprechend könnt ihr dann unten in die Kommentare schreiben, welches von denen ich beim nächsten Max on Monday maxen sollte. Aber momentan läuft das Wasserfestival, dementsprechend maxen die Leute eine Menge Wasser-Pokémon. Aber hier so ein kleiner Überblick für euch, was noch alles fehlt auf Max. Von Gen 4 natürlich eine Menge. So, da Gen 1 schon fertig ist, gehen wir zu Gen 2. Und da haben wir natürlich Lanturn, Wasser, Azumarill, Wasser, Morlord, Wasser, Octillery, Mantax. Und noch irgendwas hatten wir. Ne, das war's. Die werden wir alle heute maxen. Leider kein gutes Corazon. Sonst würde ich den wahrscheinlich auch maxen. Aber 6 Pokémon reicht, glaube ich, erstmal. So, ihr wisst Bescheid. Jedes Mal, wenn wir Pokémon maxen, haben wir eine Box am Start. Diesmal von Get Digital. Und die Ganoven wollten, dass wir die zuerst öffnen, bevor wir maxen. Also, Grüße gehen raus. Link ist unten in der Beschreibung. Könnt ihr gerne abchecken. Jeden Monat eine Box bezüglich Gaming, Geeks und Nerd Stuff. Was sehr interessant ist. Was genau unser Thema ist. Also gönnt euch, ich glaube, ich habe sogar einen Code, könnt ihr euch gerne anschauen. Wow, yo, heftig, Mann, heftig. Ich bin zwar kein so großer Harry Potter Fan, aber das ist doch krass, Mann. Junge, das kann man sogar anmachen. Nein, das ist ein Licht. Heftigstes Licht überhaupt. Okay, Mann, das ist doch krass. Warte mal. Alter. Das ist krass. Softig. Da haben wir ein T-Shirt am Start. Motiv. Ente. Kuh. What the fuck? Ich check die Andeutung, Anspielung mal wieder nicht. Wir haben... Oh. Süßigkeiten. Süßigkeiten-Sticker. Noch so ein Lumos. Was ist das? Ich kann damit nichts anfangen. Bank of Altair. Altarian Dollar. Ich bin überfragt. Ich bin meistens überfragt. Aber gerade eben sehr, sehr überfragt. Lumos und Nox. Nö, sagt mir leider nichts. Passend für unseren Pokémon Go Channel haben wir ein Glumanda Feuerzeug. Lava? Alter, was sind das für krasse Sachen? Lava, spielt sich mit Feuer, Kinder. Boah, wie geil ist das denn? Okay. Sehr, sehr cool. Dann haben wir noch Fantastic Beasts. Was ist Fantastic Beasts, oder? Magical Congress of the United States of America. Ist irgendwas mit Harry Potter zu tun? Wir haben so ein Harry Potter Spin-Off.
Crumpy Cat, know it all. Everything you need to know. Was ist denn? Ah, das ist ganz witzig. Ich weiß schon genau, wem ich das schenke. Großen Katzenliebhaber. Das ist ja süß. Hey, Alter, die Box ist echt ganz cool. Das ist sehr, sehr süß. Nettes Buch, nettes Geschenk. Und ein paar Plakate noch. Okay. Ja, eine klasse Box. Hat mich gefreut. Vielen Dank, Get Digital. Vor allem dafür, oder? Und dafür, oder? Richtig krass. Ich räume jetzt auf und dann maxen wir ein paar Pokémon. So, dann legen wir auch direkt los. Das sind ja echt eine Menge Sachen. Wir gehen schnell mal zu Gen 2. Hier haben wir auch schon den ersten. Es ist Mordor. Den hatte ich schon mal angefangen zu maxen. Schon Ewigkeiten her. Hatte aber da nicht genug Bonbons. Und hab dann abgebrochen. Aber jetzt habe ich hoffentlich genug. Müsste aber eigentlich genug sein. Wenn nicht, dann ist es natürlich fehl, weil ich habe bei allen Pokémon nicht darauf geachtet, ob genug Bonbons am Start sind. Und uns ist das schon öfters passiert, dass wir nicht genug Bonbons hatten zum Fertigmaxen. Aber das sollte kein Problem sein. Wir hatten mehr als 6,7 Millionen. Das wird leider nicht lange halten bei uns. Aber wie gesagt, 118 gemaxte Pokémon fehlen noch. Nach heute 112 nur noch. So. Mordor 100%, 1992. Lanturn und Azumarill habe ich hier noch. Das kann ein bisschen länger dauern. Die sind noch relativ low. Ich mache das, glaube ich, mal im Schnelldurchlauf jetzt, weil bei 6 Pokémon, das kann eine Weile dauern. Wir sehen uns dann zum Ende, wenn der gemaxt ist. Ich glaube, die Bonbons reichen nicht. Sieht noch so viel aus. Also erstmal Lanturn, ein cooles Pokémon. Hatte ich früher mal echt sehr, sehr gerne gehabt. Und den PvP auch gar nicht so schlecht. Jetzt hat er schon den PvP-Limit überschritten. Über 1,5. Ich glaube, die Bonbons reichen nicht. Der war schon relativ low. Schauen wir mal. Wenn nicht, dann muss das auf nächsten Max on Monday verschoben werden. Nee, das reicht sicher nicht. Allein die letzten zwei Mal pushen sind schon 30. Das heißt für uns aber jetzt dann fleißig Lampi-Bonbons sammeln. Zu wenig, der war viel zu low. Ich habe immer ungefähr 200 Bonbons pro Pokémon. Dachte, das reicht eigentlich, aber nee. Weil so viele Bonbons fehlen gar nicht mehr. Wenn es jetzt auf 10 springt, nee, es ist immer noch 8. Okay, vergesst es, es fehlen noch eine Menge Bonbons. Immer noch 8, oh mein Gott. Dann springt das mal auf 10. Jetzt springt es erst auf 10. Das heißt 10, 10, 12, 12, 15, 15. So viele Bonbons fehlen noch. Oder? Ne, 4 mal 10. Oha. Okay. Das war's erstmal, 1981. Bisschen fehlt noch. Dann. Von dem haben wir, glaube ich, auch nicht genug. Wobei, wir werden sehen. Azumarill, auch der ist gut im PvP.
bin gespannt. Wir hatten jetzt 100, 248. 248 brauchst du ja von Level 20. Das heißt, wenn der unter Level 20 ist, dann reicht es nicht. Auch wenn der Level 20 ist, reicht es nicht. Das werden wir aber später herausfinden. Jetzt erstmal wieder schnell durchlaufen. Okay, das wird auch knapp. Das reicht, glaube ich, auch nicht ganz. Aber auf jeden Fall knapper als bei Landtun. Und der kommt gar nicht so hoch, also. Schau mal, 1497, das wäre doch perfekt für die Liga. Aber scheiße, PvP. So. Nee, das reicht nicht ganz. Paar Mal zu oft Mergel entwickelt für EP. Aber. Sollte dann für nächsten Max on Monday kein Problem sein. Da fehlen ja nur zweimal Pushen, glaube ich. Ja, zweimal Pushen. Vier. Zweimal 15. Ja, 28 Bomben uns fehlen. Tut mir leid, Leute. Dann haben wir noch. Molot haben wir. Octillery. Oh, der ist auch relativ low, oder? Aber 546 Bonbons, das sollten wir doch hinkriegen diesmal. Das sollten wir doch hinkriegen diesmal. Wir sehen uns wieder, wenn ich fertig gemacht habe. Das kann auch wieder eine Weile dauern. Das wäre Nummer 4. Was hatten wir da noch über? Wasser? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal schauen. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Alter, das dauert immer so Ewigkeiten. Mir ist eingefallen danach der Kugelfisch und noch irgendein sechstes, aber das sechste ist mir nicht eingefallen. So, vorletzter Push. Und der letzte Push. 100% Octillery. 23,15. So, Mantax war's. Mantax und der Kugelfisch. Wo ist der Kugelfisch, Mann? Ach, hier oben. Mantax. Ah, ja. Auch relativ low. Die sind alle relativ low. Auch da habe ich ein paar Mantips weiterentwickelt für Bonbons und EP. Ich hoffe, ich habe genug Mantax-Bonbons. Weil so häufig ist der gar nicht. Die meisten Bonbons habe ich wahrscheinlich von meine Tipps bekommen. Weil ich aber auch schon eine Menge weiterentwickelt, also kann sein, dass ich mal mehr, viel mehr hatte. Hoffen wir, dass das reicht. Wir sehen uns am Ende beim Pushen wieder. Reicht mir nicht mal annähernd. Auch da leider nicht genug Bonbons. Alter, kosten alle so viel Bonbons? Die sind alle so low. Kein Wunder, dass ich die bisher noch nicht gemaxt hatte. Ich versuche immer die höchsten immer direkt zu maxen. Aber die jetzt waren echt relativ low. Und der Kugelfisch ist auch relativ low. Dilemma, Dilemma, Dilemma. Aber von dem müssen wir genug Bonbons haben, weil den kann man ja nicht weiterentwickeln. Das heißt, die Bonbons können nicht weg sein.
Ja. Das reicht leider nicht. So, letzter Push auch schon. So, das heißt, drei, an denen müssen wir arbeiten. Und der Kugelfisch. Puh. Das dauert lange. Da sehen wir uns, glaube ich, direkt am Ende. Ohne Schnelldurchlauf. Willkommen zurück, Leute. Ich habe jetzt Baldorfisch fast gemaxt. Ich schalte jetzt nicht nochmal extra für die 2 Sekunden den Bildschirmrekorder an. Bildschirmaufnahme. Aber da nochmal für euch. Moment, 20, 51, 100% Max Baldorfisch. 6 Pokémon haben wir versucht zu maxen. 3 haben wir gemaxt. 3 müssen wir nächste Woche nochmal fertig maxen. Da haben leider die Bonbons gefehlt. Azumarill, leider die ganzen Bonbons für EP wegentwickelt. Mantax, leider die ganzen Bonbons für EP wegentwickelt. Und ich schaue, Lanturn. Da hatte ich einfach nicht genug Bonbons. Aber da fehlt noch eine Menge, also die 3. Und gemaxt haben wir Baldorfisch, Morlord und Octillery. Das war's von mir, Leute. Und von diesem Max on Monday. 1,1 Millionen Sternshop ausgegeben. 3 Pokémon von der Liste abgehakt. Das heißt, mir fehlen nur noch 115 gemaxte Pokémon. Dann haben wir alle. Gen 5 kommt, das heißt, ich brauche mehr Staub. Und dann gibt es wieder neue Pokémon, die ich maxen kann. Das war's von mir, Leute. Schreibt in den Kommentaren, was ich nächste Woche maxen soll. Abgesehen von den 3 Pokémon fertig maxen. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.